es fällt vielen Christen schwer zu begründen, warum sie eigentlich den Aussagen dieses Buchs hier, der Bibel, vertrauen. Ganze Berge von historischen Abschriften. Wir haben heute etwa 5700 griechische Handschriften. Wir haben Übersetzungen ins Lateinische und in andere Sprachen. Kein anderes Dokument aus der Antike ist auch nur annähernd so gut überliefert wie das Neue Testament. So, jetzt stell dir mal vor, die Jünger Jesu hätten sich das tatsächlich ausgedacht. Verbreiten jetzt die Nachricht, Jesus ist auferstanden. Wie lange hältst du eine solche Geschichte durch? Ausnahmslos sind sie zu diesem Zeugnis gestanden, bis in den Tod. Die Botschaft von Jesus und vom Kreuz war nicht attraktiv damals. Jeder wusste sofort, mit so einer Botschaft machst du dich nicht beliebt. Im Gegenteil, du handelst dir nichts als Ärger ein, wenn du so eine Botschaft verbreitest. Warum also hätten sie eine solche Botschaft erfinden sollen? Es war die Wahrheit, die ihnen die Kraft gegeben hat, sogar mit ihrem Leben für ihre unpopuläre Botschaft einzustehen. Die Bibel ist ja nicht ein einziges zusammenhängendes Buch, sondern sie ist eine Sammlung von 66 verschiedenen Büchern. Die große Frage ist, wer hat in diesem Buch Regie geführt? Wer hat den roten Faden quer durch dieses Buch gelegt? Es gibt keine andere Sammlung von Büchern, die von derart unterschiedlichen Autoren in so verschiedenen Zeiten und Kulturen verfasst worden sind und trotzdem eine gemeinsame Geschichte erzählen. Wir reden davon, dass diese Texte 2000 Jahre alt sind und noch älter. Und trotzdem faszinieren mich heute diese Texte. Dieses Buch ist kein normales Buch. Es verändert Menschen, es verändert Familien, es verändert ganze Kulturen. Wie ist das möglich?